Ja, unglaublicher Start ins Derby. Nach 3 Minuten 1-0 in Führung gegangen. Dann fast im Gegenzug den Ausgleich gekriegt. Und ja, dann wie so oft, der Mani zirkt in die Mitte. Ich weiß eigentlich mittlerweile schon, dass er noch innenbringer wird. Spekuliere auf den Ball und er kommt wieder und dann muss ich ihn eh machen. Und ja, schade, dass er am Schluss dann nicht zum Sieg gereicht hat. Überrascht, dass du so frei gestanden bist bei dem Kopfball? Nein, eigentlich nicht unbedingt, weil die letzten Spiele oder die letzten Tore, die sind eigentlich ähnlich gewesen. Es war meistens von Mania Flanke nach innen und die sind richtig schwierig zum Verteidigen. Und ich weiß halt auch, wo ich dann hingehen muss, weil die Flanken meistens gleich kommen. Und deswegen denke ich, passt schon. Wie sehr ist man dann doch traurig, dass man den Sack nicht zugemacht hat? Ja, also in der ersten Halbzeit hätte man sicherlich das dritte Tor machen können müssen. Waren die bessere Mannschaft in meinen Augen. Aber wenn man die zweite Halbzeit betrachtet, muss man eigentlich mit dem Punkt zufrieden sein oder damit leben, weil Rapid dann schon die besseren Chancen erarbeitet hat. Weil Rapid dann besser war oder die Auswahl Also Rapid hat umgestellt, glaube ich, zweite Halbzeit. Wir sind dann immer so in die Zweikämpfe gekommen, sie haben richtig Druck gemacht und sind auch zu gute Chancen gekommen. Wir haben die Bälle nicht mehr so gehalten und ja, da müssen wir aggressiver bleiben und ja, vielleicht auch ruhiger. So wie ihr euch in der ersten Halbzeit präsentiert habt, war das einfach das Ergebnis auch dieser letzten Wochen, wo man doch einiges an Selbstbewusstsein auch gedankt hat? Ja, wir sind, denke ich, auf dem richtigen Weg, haben jetzt, ich glaube, 4 Spiele nicht verloren und da müssen wir weiter Gas geben. Jetzt ist ein Spiel nur bis zur Winterpause und da dürfen wir jetzt nicht abschalten und genauso weitermachen und dann werden wir sicher gestärkt aus der Vorbereitung kommen und hoffentlich genauso weitermachen. War dann aus deiner Sicht trotzdem schuld, dass man in der zweiten Halbzeit abgefallen ist oder dass man nicht sein System dann nicht mehr so durchziehen hat können? Schwierig zum Sagen. Wir waren richtig gut im Spiel. Kommen aus der Halbzeit raus, dann war es schnell einmal so, dass Rapid die eine oder andere Chance vorgefunden hat, vielleicht auch durch den einen oder anderen Eigenfehler. Und ja, dann haben es die Fans auf ihrer Seite natürlich, die es da pushen. Und dennoch haben wir es in vielen Phasen sehr gut gemacht, aber dennoch muss man auch zufrieden sein dann am Schluss. Wie ist es für dich, das erste Derby hier bestritten zu haben, aus einer Kulisse? Ja, unglaublich. Also man merkt den ganzen Tag schon, dass da andere Stimmung herrscht, dass beide Fangruppierungen richtig hassen und da geht es um alles und beide Teams schenken sich keinen Zentimeter. Und ja, das ist richtig geil und ich hoffe, das werde ich noch öfter erleben können. Einen schöneren Einstand wünschen können als das letzte Spiel, wo du schon an mehreren Toren beteiligt warst, jetzt dein Premieren. Also, das ist dein erstes Derby. Ja, mit einem Sieg. Aber trotzdem, deine Entwicklung und wie schnell du da jetzt reingefunden hast, ist durchaus positiv zu sehen. Ja, sicher, aber das muss ich jetzt jeden Spieltag beweisen, damit ich da genauso weiterspiele und in der Mannschaft so drin bleibe. Und ja, ich hoffe und werde alles geben. Du hast auch ein bisschen einen anderen Werdegang. Du bist nicht über eine Akademie gekommen. Siehst du das als Vorteil, Nachteil? So wie es jetzt für mich gelaufen ist, sehe ich es natürlich als Vorteil, weil ich nicht sagen kann, wie es gelaufen wäre, wenn ich in einer Akademie gewesen wäre. Aber ich habe meinen Weg so halt geebnet und immer Gas geben und vielleicht ist das in der einen oder anderen Situation dann auch ein Vorteil. Ja. Aber ich spreche dann wahrscheinlich für dich, weil so viele ohne Akademie schaffen es nicht bis nach oben. Ja, man muss sicher sehr ehrgeizig sein und richtig geduldig sein und es geht vielleicht der ein oder andere Schritt ein bisschen langsamer, aber ja, vieles muss man sich selber arbeiten und beibringen, aber ja, das ist so taugt es mir und so geht es hoffentlich weiter.